Was er lange Zeit im Herzen trug, hat Ralf Appelt für alle sichtbar gemacht. Im Heilbad Schlangenbad im Rheingau-Taunus-Kreis hat er ganz allein vor einem Jahr angefangen, einen botanischen Farngarten anzupflanzen. Über 160 verschiedene Farnarten aus der ganzen Welt haben hier eine neue Heimat gefunden. Es ist ein Hobby seit meiner quasi frühen Jugend. Durch den elterlichen Garten und die Pflanzen, die man da quasi anschafft und pflegt. Und dann merkt man, es ist eine seltene Pflanze und speziell durch die Sporenvermehrung und sehr elegant in aller Regel. Und so kam dann eins zum anderen. Der botanische Farngarten ist viel Arbeit. Und deshalb hat der Farnliebhaber sein Projekt bei der Umweltlotterie genau eingereicht, in der Hoffnung, dass viele Interesse an seinem Projekt finden. Die Idee ist, einen kleinen botanischen Garten aufzubauen mit dem Fokus auf winterharte Farne, also die auch hier unsere Winter überleben, und Leuten auch diese Pflanzen ein bisschen näher zu bringen. Das hier ist zum Beispiel ein Hirschzungenfarn mit getroddelten Blättern. Das hier ist ein Glanzschildfarn aus Asien. Hier ein Tüpfelfarn, der seine Sporenkapseln als kleine Tupfen unterhalb der Blätter trägt. Alle Farne, die in Schlangenbad wachsen, sind winterhart. Noch ist der Boden nass vom Regen und vom geschmolzenen Schnee. Doch im Sommer brauchen alle Farne viel Wasser. Und deshalb wäre eine finanzielle Unterstützung im Wert von 5.000 Euro von der Umweltlotterie genau eine große Hilfe. Die Idee ist daraus, oder mit dem Geld eine Bewässerungstechnik zu installieren, damit ich auch mal, ich sag mal, in den heißen Sommern schon mal nicht jeden Tag hier sein muss. Das Besondere ist außerdem, dass sich im botanischen Farngarten in Schlangenbad auch eine der größten, jedoch ungiftigen Schlangenarten Europas verstecken. Es ist die Esculapnatter, die ja hier in der Region heimisch ist. Und hier genau auf dem Gelände ist auch ein relativ großes Vorkommen. Wir haben schon wirklich zahlenmäßig viele am Stück gesehen. Und deswegen gibt es auch die Auflage von der Naturschutzbehörde und von der Gemeinde, hier auch für die Schlangen quasi das Refugium zu verbessern. Vielleicht sehen Besucher schon bald im Frühjahr neben dem Schwertfarn eine Esculapnatter, die sich sonnt. Oder neben dem Ilexfarn oder Rippenfarn. Er kommt aus Südamerika, Falklandinseln und Chile, die Ecke. Ja, und jetzt im Schlammbad. Fest steht, dass aus einer frühen Kindheitsidee von Ralf Appelt eine neue Attraktion für die Gemeinde entstanden ist. Der Eintritt ist frei, Spenden und Fördergelder sind willkommen.